Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jede Woche sind wir für Sie mit unseren Heimatgeschichten unterwegs und erkunden unsere schöne Heimat. Diese Woche waren wir in der Gemeinde Wörthsee und heute zeigen wir Ihnen einen Zusammenschnitt unserer Erlebnisse aus der Gemeinde. Alle Beiträge können Sie in kompletter Länge in unserer Mediathek finden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an einem See gibt es natürlich immer viele Boote, wie man hier hinter mir sehen kann. Aber hier im Wörthsee gibt es ein ganz bestimmtes Boot. Und da schauen wir jetzt hin. So, da sehe ich ihn schon. Servus, Maximilian. Ja, hallo. Grüß dich. Grüß dich, hallo. Du, das ist ja unglaublich. Also so schön, so eine Gondel. Wie kommst du denn auf die Idee, hier eine Gondel zu haben? Das ist eine längere Geschichte. Ja, erzähl mal, die will ich wissen. Eigentlich so lange ist sie gar nicht. Ja. Hochzeitsreise Venedig. Ja, deine Hochzeitsreise. Meine. Mhm. Also war wunderschön, meine wunderschöne Frau neben mir. Und dann habe ich mir noch gedacht, toll, wie der um die Ecken fährt. Und so ein venezianisches Boot, so eine Gondel ist halt was besonders Prachtvolles. Ja. Und hier am See gibt es den Ingo Stahl, das ist der Altgondoliere. Das heißt, schon vor 20 Jahren war hier eine Gondel und der hat es mir beigebracht. Also wieder der Ingo Stahl, der hatte auch schon die Idee, hier eine Gondel zu haben am Wörthsee. Ja. Und der hatte hier so Fahrten angeboten und dann habe ich zum Geburtstag meiner Mutter, zum Geburtstag meiner Schwiegermutter habe ich ihn gebucht und dann habe ich ihn gefragt, jetzt musst du es mir mal zeigen. Und so habe ich das Gondelfahren gelernt. Und hast du dann von ihm auch die Gondel übernommen dann irgendwann oder wie? Oder? Nein, das war so, die Baiwobau hat in München in der Planeckerstraße ein Art venezianisches Viertel gebaut. Und da haben die so eine Werbegondel drinnen gehabt. Und diese Werbegondel, die war natürlich ziemlich alt und ziemlich hinüber. Und da habe ich bei der Baiwobau angefragt, ob sie mir die schenken. Und dann habe ich diese Gondel bekommen. Die war natürlich fast nicht schwimmfähig und die habe ich herrichten lassen. Und dann habe ich mal ein Jahr sozusagen für mich das geübt und bin damit gefahren. Und dann habe ich halt festgestellt, dass es mir richtig Spaß macht, also richtig Spaß. Und dass das nicht nur eine ästhetische Fortbewegung ist, sondern auch für einen selber halt auch eine innere Einkehr oder eine seelische Ruhe findet man da. Weil das ist Rudern halt was sehr Beschauliches ist. Und dann wusste ich, das ist es einfach und habe mir dann eine gebrauchte, gut erhaltene Gondel in Venedig gekauft. Toll. Und wie lange gondelst du jetzt hier schon? Seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren? Seit über 10 Jahren. Okay, und da können wir jetzt auch eine Runde schippern. Ja, gut, klar. Dann machen wir das, oder? Ja. Super. Darf ich dir reinhelfen? Ja. So, weil wir sind schon startklar. So, genau, ich habe gedacht, du musst noch viel vorbereiten. Einmal. Super. So, darf ich mich hier hinsetzen? Du darfst dich hier hinsetzen. Und wenn Sie mit uns auf den Wörthsee möchten, klicken Sie einfach in unsere Mediathek. Und jetzt wird's musikalisch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin heute hier am Bahnhof Steinebach. Und hier der Bahnhof, der hat ganz viel Geschichte und hier passiert so einiges. Kommen Sie mal mit. So, hier steht schon Drum and Beat, Schlagzeugseminare. Okay, und hier hört man es ja auch schon. Da sitzt er, der Jan. Hallo! Pfeife ich ihn mal raus. Jan! Ja, hi, servus! Hallo, servus! Grüß dich, hallo! Du, hier ist dein Reich! Hier ist mein Unterrichtsreich, genau. Was direkt hat von das der mit S-Bahn rein praktisch zum Trommeln. Was, erzähl mal die Geschichte hier von diesem Bahnhof. Oh, die Geschichte ist, ich kenne es jetzt auch nicht ganz, aber ganz früher war das eine Kneipe hier, hieß der Steinebacher. Das war grob geschätzt vor über 10 Jahren. Ziemliche Jugendkneipe auch, waren ganz viele junge Leute da. Und das Besondere war, es war jeden Mittwoch Live-Musik hier. Wow, da kamen wahrscheinlich die Münchner sogar raus, oder? Die ganzen Bands von München kamen raus. Man musste also nicht mehr nach München rein zu den Konzerten. Man hat sie hier schwitzen gesehen und das war super. Und dann gab es einen Besitzerwechsel, der hat alles renoviert, wunderbar schön gemacht, wie man sieht, auch innen und außen. Und hat dann sozusagen die Kneipe wieder eröffnet, dann hieß es Alter Bahnhof Steinebach oder jetzt heißt es immer noch so. Und auch jeden Mittwoch Live-Musik, das lief auch ganz gut alles an und ja, seit 1,5 Jahren ist aus bekannten Gründen alles dicht. Schlimm. Hier. Das heißt, jetzt ist es immer noch dicht, da passiert gar nichts. Wir können nachher reingehen, die ganze Kneipe steht noch so da, ist so fast so wie in Pompeji, als wäre noch gestern Betrieb gewesen. Aber du hauchst dem noch ein bisschen Leben ein. Ich darf hier zum Glück in diesem Nebenraum Schlagzeugunterricht geben. Also der Vermieter ist sehr großzügig, was das angeht und sagt, die sollen ruhig ein bisschen Lärm abkriegen hier an der S-Bahn.
Und das ist sehr schön, weil die Schüler halt direkt von der S-Bahn hier kommen können. Und ich habe Mittwoch dann, ich darf im ganzen Saal sozusagen einmal in der Woche abends eine Trommelgruppe machen. Man braucht ja viel Abstand heutzutage. Mhm. Und es ist ein sehr guter Sound da drin. Ja, okay, dann zeigst du uns mal denn. Ja, bitte, kommt rein. Schauen wir uns das mal an. Auch dieser Beitrag ist in voller Länge in unserer Mediathek. Und am Ende unseres Treffens mit Jan hat uns dann noch Sebi Padotzke überrascht. Und über ihn wollten wir dann mehr erfahren, nach einer kurzen Pause. Wir sind im Landkreis Starnberg in der Gemeinde Wörthsee und haben den Musiker Sebastian Padotzke kennengelernt. Hier ein Ausschnitt unseres Gesprächs. Bist du ein echter Wörthseer? Nee, ich bin auch kein echter Wörthseer. Die findest du selten. Ja? Ich meine, die gibt es schon, aber die sind selten. Nee, ich bin hier seit, lass mich raten, 15 Jahre ungefähr. Bin ich hier. Also bist du hier rausgezogen? Ja, ich war vorher in Zürich und danach ist es ja ein Schnäppchen hier quasi. Ne? Also verstehe, ja. Und davor war ich in Freiburg, aber als Musiker. Als Musiker ist es eigentlich egal, wo du wohnst, du musst halt immer schauen, wo du bleibst. Aber wir sind hierher gezogen, weil meine Frau ist Schauspielerin und dann musst du aus Freiburg weg. Dann musst du dann entweder nach Berlin oder nach München oder vielleicht nach Hamburg oder Köln noch und das war es eigentlich in Deutschland. Und da haben wir uns natürlich für München entschieden. Und als wir dann eine Wohnung gesucht haben, haben wir gedacht, Mensch, für das Geld, was man in München irgendwie eine Wohnung mietet mit Kind und so, kriegst du hier draußen ja ein Einfamilienhaus mit Garten. Also, das haben wir dann 10 Jahre lang gemacht und jetzt seit 5 Jahren haben wir selber ein Häuschen. Schön. Da kann ich dann alt werden. Und hast du, aber wo bist du dann aufgewachsen? Am Bodensee. Am Bodensee, ah okay. Deswegen wollte ich auch wieder an See. An See. Na, das war klar. Und wie bist du zum Musiker geworden? Das war jetzt nicht so geradlinig mein Weg. Also ich wollte es schon immer. Also ich wollte schon als kleines Kind. Da wollte ich eigentlich Flötist werden. Also Querflöte fand ich wahnsinnig toll. Und Querflöte? Ja, das fand ich super. Und wollte unbedingt klassisch so in die Oper. Oper fand ich toll. Und überhaupt die ganze Klassik fand ich großartig. Und dann so mit 16 fand ich das nicht mehr ganz so cool mit der Querflöte. Ich habe gemerkt, die Mädels finden das nicht so cool. Saxophon finden sie viel cooler. Und die Big Band unserer Heimatstadt Stockach, die hat einen Austausch gemacht nach Kanada. Da wollte ich natürlich unbedingt mit. Da war ich, glaube ich, 15 oder 16. Und dann habe ich gedacht, eine Flöte haben sie nicht gebraucht in der Big Band. Da haben sie gesagt, aber ein Saxophon könnte man bauen. Klar, kein Problem, ich spiele ja auch Saxophon. Da habe ich gelogen. Na, Schmarrn. Und dann haben wir mir das in 3-4 Wochen irgendwie beigebracht. Das ist doch ganz, ganz anders. Ja, ist schon viel anders, aber die Technik, also die Finger sind ähnlich. Und ich wollte es halt unbedingt. Weißt, Motivation ist der beste Lehrer. Und das war zwar nicht besonders schön, aber ich konnte es spielen. Und dann bist du also beim Saxophon geblieben? Ja, nein, also beides. Mehr von ihm auf unserer Homepage. Geht's direkt aufs Boot. Die Wasserwacht Wörthsee hat uns mitgenommen und uns eine Rettung auf See gezeigt. Genau, und es ist praktisch so, wenn wir jetzt darauf alarmiert worden wären, dass jetzt hier ein Schwimmer in Not ist oder dass Leute beobachtet haben und wir dann jetzt praktisch mit dem Boot anfahren. Da ist vor allem auch wichtig, dass man jetzt, man sieht jetzt gleich, hier wird es gleich langsamer, nicht komplett im vollen Vollgas auf die Leute zuschießt. Ja. Natürlich auch, wenn die Hilfe braucht, muss man auch immer Kontrolle über das Boot haben. Ja. Und das macht auch ganz schön Eindruck, weil das Boot ist ganz schön groß, wenn man da mal Wasser unten drunter ist. Ist ganz wichtig, also jetzt ist er praktisch nur noch im Gleiten, dass die Wasserretter das alles abklären, dass er von Bord gehen darf, dass hinten auch die, dass er praktisch nicht in die Schraube reinkommt oder er noch irgendwelche Manöver macht, der Bootsführer. Genau, es geht da ins Wasser, man sieht, dass er angeleint ist, schwimmt jetzt zum Patienten hin, stellt jetzt fest, ja, dem geht es nicht gut. Sagt, okay, das Kommando zum Reinziehen. Man sieht, er hält den Kopf fest, das heißt, dass der Kopf über Wasser ist. Das ist ganz wichtig. Und man macht das mit dem Reinziehen natürlich auch so, weil es ist extrem anstrengend, wenn man für 2 Leute auf einmal schwimmen muss. Ja. Trotz der ganzen Ausrüstung, die sie da anhaben, die natürlich einem Auftrieb gibt. Also der Neo natürlich und nochmal extra die Westen, die Auftrieb geben. Und was sie jetzt hier machen, ist eine Crash-Rettung. Das heißt, der Patient ist eigentlich bewusstlos und muss so schnell wie möglich aus dem Wasser. Da wird jetzt nicht so Rücksicht auf Verluste genommen, sondern heißt, er wird ja schnell draufgeklappt.
draufgeschnallt und dann gleich hochgezogen, dass der möglichst schnell an Bord behandelt werden kann und auch dann an Land medizinische Behandlung kriegt, wenn er sie benötigt. Aber jetzt sind ja sozusagen 4 Personen beim Retten. Braucht man dann auch immer so viele Leute auf dem Boot? Das kommt natürlich darauf an. Wir haben nicht immer den Luxus, dass so viele Leute da sind. Wir haben eben im schlimmsten Fall auch einfach nur Dienst mit 3 Leuten. Und dann kann es sein, dass auch mal der Bootsführer hingreifen muss, weil unter Umständen man mit einer Person im Wasser und einer Person oben an Bord den entsprechenden Patienten nicht rauskriegt. Das ist ja der Gabriel, der gerade gerettet wird. Ja. Sehr klein und sehr schlank. Ja. Es kann auch sein, dass wir halt natürlich dann 120 Kilo Personen aus dem Wasser ziehen müssen. Ja. Und es gibt natürlich entsprechende Techniken. Aber das muss man dann auch lernen, wie das geht. Und man muss auch mit 3 Leuten praktisch zurechtkommen. Und da gibt es dann verschiedene Techniken, die wir dann halt haben, die wir halt auch den Kindern beibringen, wie ich das halt eben machen kann. Das halt zum Beispiel auch jetzt wie in einer Zweierkonstellation so eine Person aus dem Wasser buxieren. Jetzt ist praktisch die simuliert hier, dass sie die Person gerettet haben und der ist halt jetzt bewusstlos. Und er atmet anscheinend nicht mehr. Sie simulieren es praktisch, dass sie jetzt mit der Reanimation anfangen würden. Also ihr fangt wirklich auf dem Boot an, schon medizinisch zu behandeln? Genau, das machen wir schon an Bord. Wir sind auch alle medizinisch ausgebildet bis zu einem gewissen Grad. Also es sind hier ganz unterschiedliche Ausbildungsgrade, aber wir haben alle so einen Grundsanitäter eigentlich. Also so erweiterte Erste Hilfe, die wir machen können. Das wird immer gut die Zeit bis zum Rettungsdienst überbrücken können. Und das heißt, schon während der Fahrt werden dann schon verschiedene medizinische Maßnahmen eingeleitet. Sei es die Reanimation, sei es einfach nur ein Wärmeerhalt zum Beispiel oder einfach nur Patientenbetreuung, bis er dann unter Umständen der Patient an Landrettungsdienst übergeben wird oder wir einfach sagen, okay, ruhen Sie sich ein bisschen aus, bis die Patienten dann wieder fit sind und dann auch vielleicht eigenständig nach Hause gehen können. Ja, super. Danke, Jule. Es ist wirklich beeindruckend, was ihr hier für Arbeit leistet und Menschen rettet. Und ich sehe es auch, da steht es hinten drauf auf dem Boot 112. Also wenn man was sieht, immer 112 genau, anrufen. Ganz wichtig. Bei der 112, wir sind praktisch der Rettungsdienst auf dem Wasser. Danke, Jule. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's vom Wörthsee. Wenn Sie mal was sehen, immer erst 112 anrufen, bevor man selber ins Wasser springt. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Machen Sie es gut. Wiederschauen.